Es handelt sich hier um das größte Erdbauprojekt in Europa. Das Projekt hier ist das größte Projekt in der Ära Zeppelin als Caterpillar-Maschinenhändler in Österreich. Es werden hier in den nächsten 4 Jahren 8 Millionen Kubikmeter Erde oder Gesteinsmassen bewegt. Wir befinden uns da in Kütei bei dem Speicherkraftwerksbau. Wir haben insgesamt 16 Maschinen im Einsatz. Angefangen haben wir einmal einen CAT 140 Räder, 2 Stück 60-15 Packer, 2 Stück CAT 352 Packer, 2 Schubraupen D8T, dann 2 dieselelektrische Raupen D6XE und 7 Stück Cutmulden der Type 777. Eine Mulde für einen Muldenkipper. Die kommen ja mit dem Schiff in Bremen an und die werden jetzt hier zusammengeschweißt. Es wird hier noch eine Verkleidung in die Mulde eingesetzt, weil der Einsatz eben sehr abrasiv ist. Also die kommen hier in Einzelteilen an. Das Chassis kommt einzeln, die Achse kommt extra und viele Kleinteile. Wir komplettieren die, wir bauen die einmal komplett auf, machen einen Probelauf, ölen die auch um auf Bioöl und bauen sie dann wieder so weit zurück, dass sie transportiert werden können. Hier wurde jetzt gerade die Kühlwasservorheizung eingebaut. Das ist quasi einfach nur, weil wir in Österreich relativ tiefe Temperaturen haben, dass das Kühlwasser vor dem Start quasi per Steckdose vorgewärmt wird. Der Transport wird so sein, dass die Mulde auf einem Tieflader nach Kütei gefahren wird, aber halt nur nachts und mit Polizeibegleitung. Hier hinter uns wird ein Staudamm aufgeschüttet mit dem Material, was da ausgehoben wird und aufbereitet und in verschiedenen Schichten dann der Dammbau stattfindet. Aber ich weiß nur, dass wir jeden Tag mindestens 15.000 Kubik verfeuern müssen. Und das ist schon eine Wahnsinnsleistung, wenn man denkt, pro Tag 15.000 Kubik. Der Dammbau sollte in 5 Jahren erledigt sein und dann das restliche 6. Jahr ist dann Rekultivierungsarbeiten. Die Zeppelin-Rolle ist zu schauen, dass unsere Maschinen gut laufen und dass wir den ganzen Betrieb am Laufen halten. We'll be right back.
relativ anschaulich und man sieht auch das, was gemacht wird und dass es vorangeht an dem Projekt. Es ist ja alles vorzugsmäßig, sage ich jetzt mal, abgelaufen. Das ist das Prestigeprojekt für Österreich, in Österreich. Macht einen stolz, da dabei zu sein. Ja.